Wir müssen meinen Nachfolger auswählen. Und nur einen Mann wird die Opposition akzeptieren. Er steht nur für eins. Für eins und nichts anderes. Sich selbst. Warum wurde ich gezwungen, nach Churchill zu schicken? Seine Akte ist eine Katastrophe. Zeig ihm deine wahren Qualitäten, deine Uneitelkeit. Mit meinen eisernen Willen. Deinen Sinn für Humor. Oh, oh, oh. Euer Majestät. Es ist meine Pflicht, Sie zu ersuchen, das Amt des Premierministers dieses Vereinigten Königreichs zu übernehmen. Ich spreche zu Ihnen das erste Mal als Premierminister. Die Deutschen haben 60 britische und französische Divisionen angekesselt. Der Untergang Westeuropas steht kurz bevor. Wie viel Zeit bleibt Ihnen, wenn wir Sie nicht retten? Vielleicht 2 Tage. Wir brauchen ein Wunder, wenn wir unsere Männer da rausholen wollen. Das ganze Gewicht der Welt lastet auf deinen Schultern. Es droht eine Niederlage an Land. Die Vernichtung unserer Armee und eine baldige Invasion. Wir müssen Friedensverhandlungen führen. Manche lernen es wohl nie. Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden. Mit dem Kopf in seinem Maul. Unsinn, das einzige Argument, das... Würden Sie wohl aufhören, mich zu unterbrechen, während ich Sie unterbreche? Vor uns liegen viele, viele lange Monate des Kämpfens und Leidens. Auch wenn viele alte und große Nationen in den Griff der Nazi-Herrschaft geraten sind. Wir werden unsere Insel verteidigen, egal was es kosten mag. Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen. Wir werden auf den Feldern kämpfen und auf den Straßen. Wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden niemals kapitulieren. Denn ohne Sieg gibt es kein Überleben.